CO2-Emissionen des Industrie- und Verkehrssektors zu senken, werden wir eine Menge wasserstoffbasierter Rohstoffe und Energieträger benötigen. Ein Großteil davon werden wir voraussichtlich importieren. Zu diesem Zweck hat die Bundesregierung die Wasserstoffimportstrategie veröffentlicht. Das hat zwei wichtige Gründe. Zum einen wird durch die Umwandlung von Wasserstoff in Methanol der Transport per Schiff und die Speicherung erleichtert. Zum anderen ist Methanol bereits heute ein vielseitiger Energieträger und ein wichtiger Grundstoff in der chemischen Industrie. Methanol ist ein Ausgangsstoff für viele chemische Synthesen. Wir können mit erneuerbarem Methanol die wichtigsten organischen Grundchemikalien und Kraftstoffe erzeugen, auch in einer klimaneutralen Zukunft. Methanol ist ein flüssiger, farbloser Alkohol. Es besteht aus den drei Elementen Wasserstoff, Sauerstoff und Kohlenstoff. Wie nachhaltig das Methanol ist, hängt dann von den verwendeten Ausgangsstoffen ab. Man kann es aus fossilen Rohstoffen und aus erneuerbaren Quellen herstellen. Für die Energiewende spielt vor allem erneuerbares Methanol eine zentrale Rolle. Es gibt zwei Möglichkeiten, erneuerbares Methanol herzustellen. Entweder aus biogenen Rohstoffen wie Biogas oder Altholz oder aus erneuerbarem Strom. Aus dem Strom wird zuerst grüner Wasserstoff hergestellt und der Wasserstoff wird dann mit dem Gas CO2 zur Reaktion gebracht. Dabei entsteht grünes Methanol. Methanol ist einfach zu transportieren. Es ist bei Umgebungsdruck und Temperatur flüssig, deswegen braucht es keine speziellen Transport- oder Lagerbedingungen. Außerdem können wir die Infrastruktur, die wir bereits heute für fossiles Methanol nutzen, genauso für erneuerbares Methanol weiterverwenden. Allerdings gibt es auch Herausforderungen. Methanol ist biologisch abbaubar und hat eine geringe Toxizität im Vergleich zu anderen Wasserstoffderivaten. Bei unsachgemäßem Umgang kann es dennoch ein Risiko für Mensch und Umwelt darstellen. Die Produktionskosten von erneuerbarem Methanol sind aktuell noch nicht konkurrenzfähig mit den fossilen Alternativen. Die Kernherausforderung ist es, eine nachhaltige und kostengünstige CO2-Quelle zu erschließen. Ja, es ist dasselbe CO2, dessen Ausstoß wir vermeiden wollen. Zur Produktion von Methanol ist es aber tatsächlich notwendig. Es gibt drei Möglichkeiten, CO2 als Rohstoff abzuscheiden. Erstens aus biogenen rohen Abfallstoffen. Zweitens aus der Luft. Und drittens aus dem Rauchgas an Kraftwerks- oder Industriestandorten. Bei letzterem haben wir uns darauf geeinigt, diese Praxis nur bis 2040 zuzulassen. In all diesen Umwandlungsprozessen müssen die Energieverluste noch weiter reduziert werden. Und um das alles zu schaffen, brauchen wir weitere technologische Fortschritte. Die Schwierigkeit ist, dass wir bis 2040 ungefähr 5-mal mehr Methanol brauchen werden, als heute produziert wird, das dann auch noch erneuerbar sein muss. Dafür brauchen wir hohe Investitionen und eine gezielte Transformationsstrategie. Wenn Sie das Thema noch weitergehend interessiert, schauen Sie gerne in unser Impulspapier Erneuerbares Methanol und geben Sie uns gerne einen Daumen hoch und abonnieren Sie unseren Kanal. Den Link finden Sie in der Beschreibung. Ich freue mich auf Ihre Fragen und Ideen in den Kommentaren.